Gut, ich habe mich mal entschieden, da es wirklich sehr viele Endings hier von Life is Strange 2 gibt, dass ich mir mal eben ein kleines Video dazu gebe. Es gibt hier alle sieben Enden von Episode 5, also von der Szene, wo sie dann Richtung Mexiko fahren, dieses Ende. Das Video ist direkt vom Life is Strange-Kanal. Ich verlinke es euch nochmal in der Video. In der Endcard gibt es da noch eine kleine Verlinkung dazu. Das Video ist fast 45 Minuten lang. Ich mache jetzt einfach ein ganz komplettes React-to-Video in dem ganzen 45 Minuten lang. Lehnt euch zurück, nehmt euch eine Packung Popcorn und holt euch was zu trinken und wir schauen jetzt gemeinsam React-to ohne Kamera. Wäre jetzt Unsinn, da jetzt noch eine Facecam einzublenden, wenn ich überhaupt die ganze Zeit bei Life is Strange ohne Facecam aufgenommen habe. Meine süße Stimme hört ihr jetzt hier als Kommentar auf das Video, was wir hier haben. Wir schauen uns jetzt mal alle sieben Enden bzw. alle sechs Enden. Das eine davon haben wir uns erlebt, das können wir skippen. Das werde ich euch dann vielleicht auch mal rausschneiden. Alle sechs Enden, die wir nicht erlebt haben in Life is Strange 2. Auf geht's, würde ich sagen, oder? Auf geht's, ab geht's. Ist jetzt hier Surrender Heimowald. Also das heißt, wenn er an der Grenze aufgibt, er sieht, die Grenze gibt auf und die beiden sind fest miteinander verknüpft. Also die haben festes Verbinden zueinander. Sean, what are we gonna do? Schon, denn wir sind dicke Freunde. Das haben wir schon mal nicht gemacht, weil ich habe mich nicht ergeben. Ich habe gesagt, scheiß drauf. Also ich war kurz davor, dieses Ending hätten wir wahrscheinlich kurz davor gehabt. Ich habe mich auf jeden Fall ergeben. Und gutes Zusammenhalt hatten wir auch. Hab das Achievement dafür zumindest bekommen. Das ist das, was wir hätten haben können als nächstes. Das, was ich fast gehabt hätte. In Ich Seattle. war dicht dran. The date Dad was shot. Hab dann gesagt, scheiß drauf. I think about it every Auf day. geht's. Wenn ich And das I nicht would give gemacht hätte. anything to change what happened. Ja, ich rede jetzt hier ein bisschen But rüber, I can't. die Dialoge habt ihr schon gehört und hier ohne I'm sorry Untertitel. for my mistakes. Habt ihr alles schon gehört I tried my best. im Let's Play. I swear. Sean. I'm so proud of you and Enno, just like Dad would be. We both learned a lot together, but you can make your own rules now. If we surrender, they will separate us, Daniel. And if that happens, promise me that you Das will war ja always schon be my klar. thing, okay? Die waren ja vorher schon im Knast und Don't sind ja waste gerade your power. ausgebrochen aus der Be Zelle. smart, like you already are. I don't want to be separated. Dass der Sean in den Knast kommt und Daniel Whatever happens, freigelassen wird und zu den Eltern kommt, always das war ja remember klar zu dem that Zeitpunkt. you're Daniel Diaz. I hate promises. I'll try. So, how does the story of the Wolf Brothers end? Und hier hat man die Entscheidung, Surrender oder Cross the Border, wo ich dann gesagt habe, Cross the Border, scheiß drauf, wir riskieren's. I think their story ends right here. Hier hat er sich Here? ergeben. But I could. I get it. That's not who we are.
Exactly. Mhm, was passiert jetzt? We're just kids. And we still have time to choose what life we want to live. You're my brother. And I love you. I love you too, Sean. It's gonna be all right. I promise. Really? How do you know? Because we're doing the right thing. Just try and remember what I taught you. I mean, only the good shit. I will. I swear. Ja, das Ende hat mir gar nicht gefallen. On your knees. I said on your knees now. Ich hätte mich nicht ergeben wollen. Nicht nach dem ganzen Ding, was war. Nicht nach dem, die Ewigkeit. Wozu dann der ganze Scheiß mit der Flucht vor der Polizei? Wozu dann? Hätten wir uns schon viel früher geben können. Hätten wir schon wieder im Krankenhaus bleiben können. We're gonna look after your brother. That's my word. Wozu der Mist? Okay, he's ready. Nee, das war für mich wirklich keine Option, mich zu ergeben. Nee. No, Sean! Oje, oje. Hat mir echt nicht gefallen. He's gonna be fine. Das hätte mir nicht gefallen. You're not a little wolf anymore. Never forget who you are. Never. Ist ja gar kein Happy End. Daniel wäre bei seinen Eltern Großeltern gewesen, aber in dem Wissen, dass sein großer Sohn im Knast sitzt, das ist, nee. Ich weiß nicht, ob der damit glücklich geworden wäre. Ja, hier. Wird mit Eltern, seinen Eltern und seinen Großeltern glücklich. Ja. Gut vielleicht für ihn. Aber für Sean, das ist für Sean nicht mehr alles. Für Sean definitiv kein gutes Ending. Ein Knast besucht, alles, nein, das ist doch nicht. Das Ende hat mich so sehr gejuckt. Nein. Superwolf saves the day. Ah, der hat auch den Schulbus gerettet. Aha. Den ist Abschluss. Haben sie in meinem Ending gar nicht gezeigt. Den haben wir da. Denn er arbeitet in der Cafeteria. Okay. Als Barista. Scheint doch insgesamt ein gutes Ending für ihn gewesen zu sein. Für den Daniel. 2033. So weit ging das Ding bei uns gar nicht. "15 years after the events of an Attebirder Border." Ach, da hätten wir noch was von Daniel gesehen. Ach, das ist natürlich, ja, weil das in den USA stattfindet. Von Mexiko will man natürlich nichts zeigen. Das ist. Jetzt noch eine Szene mit Daniel gegeben oder was?
Das glückliche Leben in Mexiko wollten sie nicht als Szene zeigen, wollten sie nur ein Foto zeigen und fertig. Das ist ja. Was soll ich dazu sagen? Knast, Bruder, schon. Halbe Ewigkeit im Knast gewesen. Nein, das hätte ich nicht gewollt, dass der in den Knast kommt. Definitiv nicht. Wieso sind die da nochmal? Zurück nach Hause oder was ist jetzt der Endpunkt dieser Storyline?
Okay. Dieses Ending ist eindeutig länger. Ich verstehe es nicht. Und das auf der, wenn es auf, ach so, wenn wir nach, das wäre dasselbe Ding nochmal bis zu dem Zeitpunkt, bloß wenn wir Leila nochmal kontaktiert hätten zwischen euch, wenn wir es im ersten Hotel nochmal, hätten wir sie als Freund noch gehabt, dann wäre sie noch zum Entsohnsempfang, empfangen beim, du kommst aus dem Gefängnis frei, bei der Freilassung, wenn wir Leila noch als Freund mit dabei gehabt. Nur mehr Kontakt zu Leila geknüpft hätten. Das ist ja sehr toll. Trotzdem das gleiche Ending, trotzdem. Das, nee. Ich verstehe das Ending an der Stelle nicht, wo es. Sind jetzt. Die haben sich getrennt irgendwie, die Wolfsbrüder am Ende, und sind dann. Was, sind beide irgendwie nicht mal nach Mexiko gekommen, aber sind die nach Hause zurückgefahren oder wie, was, wo? Das wären viele offene Fragen gewesen. Nee, das war kein. Es war kein Ende für mich, mich ergeben an der Grenze, das ist keine Option. Nicht nach allem dem aus den ganzen Kapiteln, was wir bisher erlebt haben. Hätten wir auch oft an der Tankstelle im Kapitel 1 an der ersten Tankstelle dort vom. Hätten wir auch nicht ausbrechen müssen, hätten wir den Typ nicht verklappen müssen und. Ja. So. Ah, Surrender, no, no, no. Das heißt. Wir geben auf und. Aber wir sind einsamer Wolf, aber das, wir sind mit unserem Bruder nicht so dicker. I think their story ends right here. But no. No. Daniel. Come on. So we went all this way? All that shit for nothing? You told me we were going to Mexico. You said we're done. The end. It's not who we are. Now it's my turn to take care of us, Sean. Mm-hmm. Nothing can stop the Wolf Brothers. What? Daniel! Ah, das, was ich vermutet habe. Das war meine Vermutung war. Dass er dann das Steuer übernimmt und dann. Shoot! Shoot! Wir wollen uns ergeben, aber anschauen ist das, denn lässt das nicht zu. Der hört nicht auf uns. Das war zu befürchten. Angeschossen von der Polizei. Ja, ist klar. Das ist, wenn er sich nicht konzentrieren kann, die Pistolen abzuwehren, sich aufs Gefahren konzentriert,
Na toll, das ist ja ein. Das ist ja ein schönes Ending. Ironisch, sarkastisch gemeint. Dinge mit. Ohne Bruder alleine, der arme, der kleine Daniel ohne Bruder drüben in Mexiko. Was soll das für ein Ending sein? Das wäre ja ganz scheiße. Massacre in La Frontera. Ach du Schande. Was soll denn das für ein Ending sein? Er ganz allein in Mexiko, das ist, alter Schwede. Nicht das Spiel Rage Quit nochmal neu gemacht. Hätte ich das Ending nochmal, letzter Spielstand lernen nochmal neu. Das ist, ne. Was soll es denn, wer Drogenkurier in Mexiko bei einer Mafia, was soll der machen ohne irgendwen als Bezugspartner, ein Wrestler als Freund, das ist, was soll der? Ist doch kein Ending. Das hätte ich sofort abgebrochen, neu gestartet. Nee, das ist, Mensch. Nee. Chaco, Bank eingebrochen hat er. Und sitzt dann in Mexiko im Knast. Herzlichen Glückwunsch, das ist. Ja, ich sehe es ja schon. Ja, warum darüber zu reden? Six years after the event at the border. 6 Jahre. Ist doch nicht schon, oder? Wer ist denn der Blondschopf? Daniel war aber schwarzhaarig. Fetten Goldkette, das ist. Hat sich wahrscheinlich irgendwie hochgearbeitet in der mexikanischen Mafia oder so. Das ist mit dem Wrestler-Typen oder so. Ist, nee, komm. Ach, komm im Ernst. Ist das
feindliche Gangmitglieder. Christa wurde Hayao Gumoyality, das müssten wir gehabt haben, das müsste unser Ending sein. Schnellt euch raus, wenn das, falls das das Ending ist. Das Ending habt ihr gesehen. Das hatten wir im Let's Play. Jo. Sean Wolf Cassidy. Ach so, da hatten wir die. Das hatten wir, das Ending. Mit Wolf Cassidy. Gab es auch noch ein Ending ohne Cassidy. Das habt ihr jetzt gerade gesehen. Da ist jetzt bloß das hier mit dem. Ja, wir hatten auch die Karte mit Cassidy drauf. Weil wir Cassidy nicht getötet haben. Da gab es auch noch in Episode 3 war es, glaube ich, im Camp, dass Cassidy, dass wir es nicht geschafft haben. Und Cassidy mit reingenommen wäre. Sean Wolf Finn. Also. Und wenn wir den Finn als besten, wenn wir den schwulen Weg der genommen hätten, uns mit dem ein bisschen besser angefreundet hätten und der nicht ins Krankenhaus gekommen wäre und so, das ist da. Ja, wir hatten das mit Cassidy. Ja, wenige kleine Abwendungen. So. Cross the border, no morality. Okay, also was passiert wäre, wenn wir uns zu wenig verstanden hätten? Also hätte er wieder nicht auf uns gehört. Aber wahrscheinlich hätte er sich ergeben oder er uns zum Ergeben gebracht. Irgendwie. Wir entscheiden uns scheiß drauf, wir bequeren die Border. Er sagt aber nö. Be careful. Wie soll das denn gehen? Er steigt aus oder was? Wie soll es das denn gehen? Ich will die Grenze überqueren, aber er sagt sich nö. Da passiert, wenn wir zu oft gesagt hätten, nee, meins mein ich. Und was denn hier? Wir haben da ja scheinbar ganz gut gewählt. Wir haben da ganz gut einen Weg gefunden. What the fuck? Er ist ja mit uns erstmal mitgefahren, ist dann erst rausgesprungen. Den Weg hatten wir. Shoot! Shoot! Fire! What the fuck? What are you doing? Wie soll das denn ausgehen? Was denkt er sich? Wow, Superman. Das kann er ja nicht. Das kann er ja nicht minutenlang aushalten. Wow, super Daniel am Start. Nee, Low Morality heißt wahrscheinlich, wir sind schon verknüpft miteinander, aber
er hat die Moral verloren. Wir haben ihm nicht beigebracht, er soll seine Kraft bändigen. Also, wir haben nicht gesagt, er hat eine kleine Moral mit seiner Kraft umzugehen. Er hält sich nicht zurück und lebt seine volle Kraft aus. Ja, das war. Der ist meine Vaterrolle. Das ist schon. Das wäre auch nur ein gutes Ending gewesen, aber wahrscheinlich. Aber come on. Nachdem meine Küche. Eine Küchensekte dort. Missbraucht wurde. Und das ist seitdem, es ist. Es habe ich nicht jetzt nicht wirklich als Möglichkeit gesehen. Ihn jetzt. Ja. Yeah. Das war die Vaterrolle. Die schon hatte ihm auch ein bisschen zu sagen, versteck deine Kraft und gib nicht so damit an, mach nicht so. Das ist. Wenn man da ein bisschen weniger drauf geachtet hätte und gesagt hätte, zeig deine Kraft. Und sei ein Superheld. Ja, weiß nicht, wie viele Leute das geschafft haben, wenn sie das Ending erreicht haben. Da muss man schon ein bisschen nachlässig sein als Sean und sagen, ja. Ja, mahne ich jetzt nicht so oft. Dann werden beide drüber nach Mexiko gekommen. Wäre vielleicht, naja, wäre auch nicht das beste Leben gewesen. Ich denke mir, Daniel ist in Mexiko nicht wirklich, Daniel, also ich habe mir das Leben, also das, was, das Ending, was ich hatte, Daniel bei seinen Großeltern aufgewachsen, ist auch für Sean das bessere Ending. Bei dem Ending haben wir jetzt die Sache, dass das da hat jetzt. Muss jetzt schon weiter sein Leben als Vaterfigur von. Da hat den ja nie jemand anderes außer. Aus den Sean. Als, das ist. Nee, das hätte ich mir auch für Sean nicht gewünscht, weil der wäre dann. Nee, Leute, der wäre dann nicht. Schauen, wenn ich glücklich gewesen als Vater von dem. Als Vaterfigur. Okay, die haben sich Bilder von den beiden gemeinsam als Gangsterbosse oder so. Und gemeinsam in die Gangbank eingebrochen, also das, die kommen beide auf krumme Wege. Ja. Ach komm. Ja, nee, das wäre nicht. Ich glaube, wir haben wirklich schon im Let's Play das ultimative Ende gekriegt. Wir haben halt wirklich echt die schönste Wahl getroffen. DS Repair Shop. Nee, Leute, ich glaube, da können wir uns mit unserem Ending echt zufrieden geben. Das sind wir echt gut dran. 6 years after the events of the border. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem. Mit dem, was ich gehabt habe im Ending. Ja, vielleicht wäre er damit klargekommen in seiner, aber es ist, hätte ich schon noch, ich wünsche schon mehr Freiheit, also ich fand die Freiheit, dass er mit Cassidy gemeinsam ein tolles Leben hat, dass Daniel glücklich ist in den USA mit, Daniel hat ja schon die ganze Zeit über im Spiel gesagt, das ist, müssen wir nach Mexiko, ich will doch lieber. Der war eh viel glücklicher dort in. Wie hieß das Städtchen dort? Beim Captain Spirit und bei seinen Großeltern. Da aufzuwachsen. Ey, das ist. Schon Mexiko glücklich.
und denke, wo ist eigentlich? Ja. Oh. Die haben scheinbar auch irgendwie was mit Kartellen. Na gut. Das so ein gutes Leben ist. Mexiko gemeinsam. Ich bezweifle es. Wäre jetzt nicht das schlechteste Ending gewesen, aber das schlechteste Ending sehe ich bisher. Weiß nicht, ob es noch ein anderes Ending gibt, aber das schlechteste Ending sehe ich eigentlich durch das, wo Daniel alleine im Der hätte mir Vorwürfe gemacht, das hätte ich nochmal direkt nochmal. Hätte vielleicht durchlaufen lassen, aber hätte ich danach nochmal. Ich hätte nochmal ein anderes Ending versucht. Das ist also. Das wäre echt. Dinge alleine. Mit dem Schorten. Mit dem toten Schorn. Ne. Das ist vielleicht auch nicht ganz schlecht. Das ist. Aber Daniel, wir haben es ja gesagt bekommen, Daniel ist. Wir haben es dort im Knast schon vom Police Officer. Wir haben es auch gesehen, dass er nicht mit uns eingesperrt wurde. Und hat es uns auch schon gesagt. Daniel hätte ein gutes Leben. Er wäre nicht verhaftet worden. Wir haben es bei uns im Ending gesehen, der hat eine Fußfessel gehabt, aber ja. Wäre schön aufgewachsen. Hätte vielleicht später irgendeinen guten Job gefunden. Haben sie jetzt bei unserem Ending nicht gezeigt, aber der hat einen guten Job. Sean macht hier seine Werkstatt auf in Mexiko und wird glücklich mit Cassidy zusammen. Machen sich ein gutes Leben. Und Daniel hat in den USA sein gutes Leben und findet dort seinen Job und wird dort der Held. Ja. Da denke ich, ist das für die beiden echt. Es ist echt. Ein gutes Ending. Da ist es schon. Was wir gewählt haben. Jetzt habt ihr die alternativen Endings gesehen. Ich denke, das ist. Können wir uns zufrieden geben mit dem, was wir gehabt haben? Gut, ich würde sagen, dümm mich nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Wir sehen uns bei, wie schon im Abspann des letzten Parts gesagt, wir sehen uns schon. Wir sehen uns irgendwann beim nächsten Life is Strange Part, bei Life is Strange Before the Storm, nicht Before the Storm, Quatsch, bei Life is Strange Two Colors, Before the Storm haben wir schon gespielt, Two Colors irgendwann auf meinem Kanal. Habt noch einen angenehmen Tag und haut drinne. Man sieht sich. Ciao.